Pass auf, Mädchen, komm mal mit. Hab da einen Plan. Nee, hier nicht so. Wahrscheinlich eher hier. Warte hier. G. Speichern. So, schauen wir nochmal, ob wir die pullen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Caraca. Ja, ja, ja. Carambo, Carajo und Whisky. Ich hab gesagt, warte hier, Mädchen. Na super! Ach, das ist natürlich kein Problem hier gegen drei. Dein Geist ist jetzt frei. Übrigens, mein Geist ist jetzt frei. Freue ich mich voll, dass mein Geist endlich frei ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die jetzt und so. Soll ich alle drei Krieger besiegen? Ist das die Option, die man hier hat? Komm mit. Gut. Ich könnte auch einfach dran vorbeilaufen, aber ist irgendwie gar nicht mein Style, Alter. Oder ich überlasse das einfach wieder dem Zukunftsgronk, sich darum zu kümmern, aber ich bin mir da nicht so sicher. Chani, lass die doch. Flattere, flattere. Oh, naka, raka. Wie das Hut. Verschwinde. Na los! Nein, erstmal den kaputten hier! Eins von acht, die Krieger vor dem Tempel, das ist wirklich eine Aufgabe. Los, Vodo, beschütze mich mit deiner Vodo! Na los, zeig mir, dass du Ehre hast! Alter, die sind so unehrenhaft. Jetzt hör doch mal auf mit deinem Scheißgewerfe, du Penner! Jetzt reicht's mir aber! Schnauze voll von dir! Nee, 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 du holst ja deine beiden Kumpels nicht zur Hilfe. Ja. Caraca, Rückenkracker. Oder was weiß ich. So, vier Krieger haben wir auf irgendeine mysteriöse Art und Weise. Das muss der Voodoo gewesen sein. Die haben wir erledigt. Vier to go. Wobei wir die wahrscheinlich dann eher einzeln, also jeweils zu zwei Häppchen verarbeiten. Und dazu laufen wir jetzt vorne einmal rum. Wir haben übrigens nichts mehr auf der 2. Wir haben alles weggesoffen gerade. Ging nicht anders. Zwar heilt das Mädel, aber leider nicht so, wie wir es bräuchten. Also schon so, wie wir es brauchen, aber halt... Naja, nicht oft genug, obwohl sie schon sehr oft heilt, aber wir brauchen es eben öfter.
Das hört sich übrigens auch wieder total falsch an. So, kurz mal die Nase kratzen. Raka! Ja, 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 Raka Pupaka! Du läufst wie das Huhn! Nein! Ich suche Deckung für deinen scheiß Speeren! Einmal heilen bitte, dankeschön. So. Habe ich den einfach mal umrollt und von hinten nochmal aufgezwirbelt. Kann man auch mal machen. Eieieiei. So, einmal Proviant erhalten. Proviant haben wir noch ein bisschen. Boah, meine Nase juckt hier gerade die ganze Zeit. Ich kann mich gar nicht richtig kratzen, weil das hört man sonst in der Aufnahme. Und wir haben noch zwei, die wir da auseinanderpflücken müssen. Da laufe ich wieder wie ein... Ja, lauf wie ein Huhn, natürlich. Damit ich deinen scheiß Speeren ausweichen kann. So, Mädchen, ich eile. Ja, sieht sehr imposant aus. Komm, mach deinen scheiß Breakdance woanders. So. Leg dich ein bisschen hin und denk mal über deine Fehler nach. Oh Gott, wir haben wirklich 8 von den Typen besiegt. Das ist ja unfassbar. Hätte ich nie gedacht. Und jetzt die letzten auch komplett ohne Grog. Oder beziehungsweise auch ganz ohne Saufen. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Natürlich, wie immer. Aber danke fürs Heilen, ne? Das weiß ich sehr zu schätzen. Tempel der Erde gefunden. Schon wieder. Hatten wir doch schon mal. Oder als Jim? Haben wir den Tempel der Erde da nicht auch schon gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ach, dann müssen wir uns ja gleich durch die ganze Crew schnetzeln auch noch. Ei, der Daus, mein lieber Freund und Herr Gesangsverein. Let's play Molucke. Na nü. Der Tempel. Die Crew. Ah, ungebetene Gäste. Das ist meine Tochter. Dann kannst du ja jetzt deine Loyalität unter Beweis stellen. Töte sie. Beide. Nein.
Der Krieg. Das wird euch nichts nützen. Mara! Sieh, welchen Krieger ich dir erschaffe! Nein. Nein. Das tut er nicht. Der Titan der Erde. So gefällt mir das. Und jetzt vernichte sie! Aber du gehörst mir. So, ich schalte zuerst mal die Kleinen aus. Je mehr wir von den anderen ausschalten, desto mehr können sich auf die anderen konzentrieren. Hoffe ich. So. Mist. So, Krüchen. Huch. Questerfolg, der Kampf gegen Crow. Stirb, du Bastard der Meere. Verräter in deiner Zunft. Yeah! Nicht auf mich? Boah, jetzt reicht's aber! Ich muss das hier nochmal richtig hinkriegen gerade. Ah. Mann, vor allen Dingen muss ich auch mal richtig lenken. So. Ach, super. Mann! Mist! Mist! Na, komm schon! Na los! Chip cha ho ha hi ho ha hi la la la! Komm, komm zu mir! Du willst doch mich! Du wahnsinniger kleiner Steinklops! Öffne deine Pforten für mich! Ja!
Sei mir zu Willen, Titan der Erde! Und jetzt... Der ist für... Nein! Au! Ich bin gestolpert. Ja. Nein! Na komm schon. Na komm schon. Das nächste Mal kriege ich dich. Los, öffne deine Brust. Ja! Komm zu mir, mein Großer. Ja! Auf ein neues! So, und hoch! Und nimm! Nimm dies! Ja! Yeah. Hoppala! Johnny, du lebst. Was hast du getan? Was getan werden musste. Der Zorn der Götter hätte die Shaganumbi nicht verschont. Er hätte auch die Blauröcke nicht verschont. Jetzt werden sie uns Krieg bringen. Nein. Der Zorn der Götter hätte den Krieg gebracht. Jetzt können die Tonka die Shaganumbi verteidigen. Und was ist mit dem Pirat? Ich lehrte ihn Voodoo. Wir riefen Yisakil. Das hast du getan? Du hast das Gesetz gebrochen. Du weißt, was das bedeutet. Chi, ich sah keinen anderen Weg, unsere Leben zu retten. Dann will ich auch deins retten. Wir kehren zurück zu den Shaganumbi. Dort werde ich entscheiden, was geschieht. Chi. So, darf ich jetzt auch mal an den allgemeinen Feierlichkeiten teilhaben? So, kann ich hier was looten? Vielleicht eine Titanenrüstung oder vielleicht irgendwie 2 Gold wenigstens für diesen epischen Kampf? Naja, gut. So, quatschen wir erstmal mit den... Ah, bevor wir quatschen, natürlich erstmal... Zwölf Gold, dann ist die Piratenbrut tot. Skinner. Häutungsmesser passt natürlich zum Skinner. Schwarzpulverband, der Floyd muss doch richtig Geld... Ja, der hat wirklich die Sachen noch. Cool. So, da liegt doch noch was. Machete. Und wo ist der elende Captain? Ist er etwa das? Der sieht wirklich aus wie Hook. Prisennehmer und Kristallkopf. Ach, sieh mal einer an. So, was habt ihr denn so zu melden? How? How? How, Tonka? Ich auch. So, erstmal Chani natürlich. Hey, Pirat. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Chi, wir hatten ja auch einen guten Plan. Und du hast, was du wolltest. Den Speer. Deshalb bin ich hergekommen. Dann wirst du nun gehen. Ei, was ist mit dir? Ich kann den Weg nicht sehen, der vor mir liegt. Doch es ist noch nicht vorbei. Du musst jetzt gehen. Natürlich. Bakia, alter Semmel. Du hast gut gekämpft. Und deine Trophäe ist mächtig. Du weißt nun, wozu der Shihokotiva in der Lage ist. Nutze ihn weise. Das werde ich. Tawonga Hamila, dank deiner Taten werden die Shaganumbi leben. Du bist nun ein Freund der Shaganumbi und uns immer willkommen. Ohne Chani und ihren Plan hätte ich das nicht geschafft. Ich werde das bedenken. Ich möchte mal kurz anmerken, dass wir gegen diesen Titanen auch ohne Titanenrüstung gekämpft haben, sondern einfach hier mit unserer Papierweste. Ne, wenn ich so an unsere alten Kämpfe denke, gegen den Feuertitan damals, das sah da schon anders aus.
Also ist der Erdtitan wahrscheinlich eher so ein Lappen.